Ich habe das Gefühl, es wird eng für unseren Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer oder wie man ihn inzwischen im Verkehrsministerium nennt, die größte intellektuelle Vollsperrung Deutschlands. Er gibt sich zwar merkwürdig munter, der Scheuer, irgendwie fröhlich aufgeräumt. Ich nehme ihm das nicht so ganz ab. Ich weiß nicht, woran es liegt. Schauen Sie mal, er wirkt so blass. Das Lächeln so aufgesetzt. Irgendwas stimmt doch nicht für die. Andreas Scheuer wird sich wegen seines Mautdebakels vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss verantworten müssen. Das haben die Oppositionsparteien im Bundestag diese Woche entschieden. Und dieser Ausschuss soll dann klären, hat Scheuer dem Bundestag wichtige Fakten vorenthalten? Hat er bei der Maut gemauschelt? Ist er ein Bayer am Lügen? Fragezeichen. Und tritt er womöglich zurück? Scheuer sagt nein, denn... Ich habe sehr viel Freude an dem Amt, weil ich auch sehr viel Pläne für Deutschland habe. Gruselig. Für alle, die versucht haben, das Thema mithilfe von Alkohol und anderen Drogen zu verdrängen, hier noch mal kurz zur Auffrischung Ihrer Erinnerung. Die Pkw-Maut war im Wahlkampf 2013 das Lieblingsthema der CSU. Merkel war eigentlich dagegen, hat aber irgendwann nachgegeben, obwohl alle, die was davon verstehen, gesagt haben, die Maut ist Schwachsinn, sie kostet zu viel, sie bringt zu wenig. Und vor allem, sie kommt vor dem Europäischen Gerichtshof niemals durch. Aber Andi hat gesagt, egal, hat schon mal losgelegt, hat Mautbetreiber gesucht und kontaktiert zum Beispiel die Firma CTS Eventim. Die verkaufen sonst Konzertkarten. Und diese Eventim-Leute sollen wohl gesagt haben, Mensch, Andi, überleg doch mal, deine Maut ist da noch gar nicht vom Europäischen Gerichtshof abgesegnet. Sollen wir nicht warten, bevor da Kosten entstehen? Und Scheuer, nein. Nein, das kriege ich locker hin. Nein, nein. Ach, Gerichte sind doch für mich. Ich habe heute Mittag eine ganze Schweinshaxe ohne Leberkässemmel gegessen. Also mit Gerichten komme ich klar. Ja? Und dann wurden da Verträge gemacht. Das heißt, der Verkehrsminister hat Fakten geschaffen, bevor die Maut überhaupt genehmigt war. Der Scheuer ist wie ein Bräutigam, der noch bevor die Braut Ja gesagt hat, sich schon mal nackig aussieht und mit der Hochzeitsnacht anfangen will. Und dann anders natürlich. Das haben dann natürlich auch diese Firmen mitbekommen und haben dann irgendwann gesagt, Andi, pass auf, wir haben dich kennengelernt. Wir machen dir jetzt einen Vorschlag, der genau zu dir passt. Wenn die Maut am Ende doch nicht kommen sollte, machen wir so, du bezahlst alle Kosten, die jetzt schon entstanden sind, und einen fetten Schadensersatz. Und Scheuer, ja super. Ja, das klingt ja genau wie letzte Woche, als ich da an der Haustür dieses Staubsauger-Abo abgeschlossen habe. Ja, so machen wir das. Der tiefere Grund war offenbar, Scheuer hatte wohl Angst, dass die Maut sonst zu spät gestartet wäre, nämlich erst 2021. Und was ist 2021? Bundestagswahl. Genau. Und da hat Scheuer sich wahrscheinlich zu Recht gefragt, ist es wirklich sinnvoll, ein so kompliziertes technisches System in einem Bundestagswahljahr einzuführen? Was, wenn da was nicht auf Anhieb funktioniert? Wenn da was schief geht? Ja, das kann ja passieren. Da hat er auch noch nachgeguckt. Wer ist denn eigentlich der verantwortliche Verkehrsminister, der das umsetzen soll? Ach du Scheiße, das ist Andreas Scheuer. Ja, den kenne ich aus dem Rasierspiegel. Der kann nichts. Ja, da geht auf jeden Fall was schief. Und dann hat er da wirklich Druck gemacht und hat sich immer wieder heimlich offenbar mit Mautbetreiberfirmen getroffen. Es gab da mit den möglichen Mautbetreibern offenbar konspirative Treffen, die in keiner Akte auftauchen. Wir haben hier einen streng geheimen WhatsApp-Chat. Das ist die WhatsApp-Gruppe Mauthelden, ja, die Mautbetreiber melden sich da und sagen, hallo Herr Scheuer, Sie wollen ein Treffen, nennen Sie mich nicht Scheuer, nennen Sie mich Befatz. Bester Verkehrsminister aller Zeiten. Gut, Herr Befatz, wo können wir uns konspirativ treffen? Irgendwo, wo mich niemand suchen würde. In einer Bibliothek? Nein, es muss ganz konspirativ sein. In einer Woche hinterm Bahnhofsklo in Nürnberg ist es sehr eilig. Wenn es eilig ist, warum dann erst in einer Woche bester Verkehrsminister aller Zeiten? Schneller geht's nicht, ich komme mit dem Zug. Und selbstverständlich hat dann der Europäische Gerichtshof, wie von allen denkenden Menschen erwartet, die Maut für rechtswidrig erklärt. Nun muss der Steuerzahler bis zu 500 Millionen Euro Schadensersatz an die Mautbetreiber zahlen. 500 Millionen für das persönliche Lieblingsprojekt der CSU, von dem niemals irgendjemand irgendetwas haben wird. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber der Scheuer, der ist ja studierter Realschullehrer. Da hat man ein Einstiegsgehalt von 3.500 Euro. Und da würde ich sagen, dann hau mal rein. Ja, in 11.900 Jahren hast du die Kohle wieder drin. Und so lange sind wir dich los.
Wie lange kann sich Scheuer noch halten als Verkehrsminister? Eine interessante Frage, zu der ich nun den CSU-Krisenmanager Maximilian Schaffroth begrüße. Herzlich willkommen. Grüße Sie, Grüße. Hering, Römi. Ja, wie geht's der Familie? Alles das gut. Ist hier nicht das Thema, Herr Schaffroth. Bitte. Bitte. Herr Schaffroth. Ja. Ich würde da gerne jetzt mal. Ich freue mich richtig aufs Gespräch. Ja. Ich merke das schon. Vollkommen euphorisiert. Sie sind CSU-Krisenmanager. Da wundert mich eigentlich Ihre gute Laune. Sie haben wahrscheinlich viel zu tun. Wie genau ist denn da überhaupt die Aufgabenteilung? Was sind denn da Ihre Schwerpunkte? Ich war CSU-Gesamt-Krisenmanager. Jetzt bin ich beim Scheuer-Andi direkt, weil da lief so viel Arbeit auf, dass wir gesagt haben, der Andi kriegt einen eigenen Krisenmanager. Nicht wahr? Und das ist ein spannender Job. Also man wacht in der Früh auf, man weiß nie, was macht da als nächstes der Andi, das Schlitzohr, nicht wahr? Ja, aber diese Maut könnte ja jetzt Scheuer tatsächlich zu Fall bringen. Ein Mammutprojekt, das ja wirklich von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Aber die CSU wirkte so besessen von dieser Maut. Woher kam denn diese Besessenheit? Ja, mein Herr Ehring, das Genie hat für den Unwissenden oft die Anmutung der Besessenheit, nicht wahr? Seit König Ludwig sind wir in Bayern ja Großdenker, nicht wahr? Visionäre. Die Maut, das ist sozusagen das Schloss Neuschwanstein des 21. Jahrhunderts. Ein Profizenter, nicht wahr? Damals hat man gesagt, geisteskrank, und heute rennt uns der Ausländer mit dem Selfie-Stick die Türen ein, nicht wahr? Kurzum, der Ausländer zahlt für die Instandhaltung deutscher Bauten. Das ist europäisches Miteinander ganz im Sinne der CSU, nicht wahr? Yeah. Naja, das hat der Europäische Gerichtshof ja völlig anders gesehen. Ja, und das ist ja das, was Scheuer am meisten trifft, Ehring. Schauen Sie, Scheuer ist ja im Herzen Europäer, ein glühender Europäer. Scheuer sagt, Europa ist erst dann real, wenn eine Maut den Ausländer dazu zwingt, durch die Dörfer zu fahren. Ja, wenn der Unternehmer aus Kopenhagen beim Bauer Franz im Hof steht und sagt, excuse me, German friend, I have to pee, can I charge my Tesla at your biogas power plant, nicht wahr? Es ging von Anfang an nur um Europa, Hering. Das ist ein europäisches Projekt. Herr Schaffroth, es war die sogenannte Ausländer-Maut. Ich sag's doch nicht immer Ausländer. Ja, also hieß es doch am Anfang, es war eine populistische Idee. Es war eine Bierzeltidee, eine populistische Bierzeltidee von Horst Seehofer, damals im Bayernwahlkampf. Herr Ehring, diskreditieren Sie hier nicht die Genese einer Idee unter Alkoholeinfluss. Also, da muss ich jetzt einmal wirklich. Also, die Bierzeltidee ist in Bayern ein offizielles Plebiszit. Nach vatikanischem Ritus, nicht wahr? Man geht in einen abgeschlossenen Raum, es steigt ein schwitziger Dunst auf, ein tattriger Greis erhebt sich mit seinen Messdienern Scheuer und Dobrindt und sagt, Habemus Maut, nicht wahr? Habemus Maut. Habemus Maut wird jetzt den Steuerzahler einen dreistelligen Millionenbetrag kosten, weil Ihr genialer Andreas Scheuer mit den Abwechslungsfirmen da Verträge ausgehandelt hat, bevor Rechtssicherheit da war. Ja, mit Rechtssicherheit kriegen Sie heute nichts mehr durch, weil heute jeder mitreden will, vom TÜV bis zur Margot Käßmann. Also von der EU ganz zu schweigen, diese juristische Muppet-Show da mit den Lätzchen. Die haben doch nichts zu melden hier bei uns. Politik braucht Handlungsfreiheit, vor allem wenn es juristisch zwickt. Strauß hat das erkannt, nicht wahr? Strauß hat immer ein Auge zugedrückt und gesagt, in dubio speculum non investigat. Nicht wahr? Was heißt das? Im Zweifel kommt der Spiegel nicht dahinter. Ja. Möglicherweise, ja. Dann ist das möglicherweise, ist das bayerische Folklore oder was? Dieses Gemauschel, ja, ist dann bayerische Folklore. Ich meine, Scheuer hat ja im Geheimen mit diesen Mautabwicklern, darunter dem Ticketabwickler CTS Eventim, hat er sich getroffen. Was soll denn das? Warum diese Heimlichkeit? Warum dieses Gemauschel? Ja, da ging's doch nicht um die Maut, seien's doch nicht naiv, Herr Ehring. Scheuer wollte bei CTS auf dem kurzen Dienstweg seine Helene Fischer-Karten stornieren. Also, ja, hat sich doch selber gewundert, dass er dazu 50 Ordner voll mit Verträgen unterschreiben musste. Der arme Tropf, das ist eine Verschwörung, das ist doch ganz klar. Bitte Sie. Andreas Scheuer muss nun vor den Untersuchungsausschuss. Er sieht sich ja als Opfer einer Kampagne. Wie geht es Ihrer Meinung nach weiter mit der Personalie Scheuer? Ja, es ist die bayerische Notlösung. Da kommen wir wieder zum König Ludwig. Ja, wenn einer zu teuer kommt, dann wird er einfach rückwirkend für wahnsinnig erklärt. Sollte beim Scheuer kein Problem sein. Da wären wir sehr dankbar. Maximilian Schaffroth.